Gaußsches Eliminationsverfahren. Ermittle die Lösung des linearen Gleichungssystems für x, y und z. So, du hast diese drei Gleichungen, die sind im Verbund ein Gleichungssystem. Da guckt man erstmal, welche Buchstaben hat man, x, y, z. Das könnte ja auch x1, x2, x3 sein oder a, b, c. Hier hat man x, y, z und man prüft, stehen die alle untereinander. Ja, das tun sie. Auch die Zahlen sind auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens. Das heißt, ich muss hier nichts mehr umformen. Hättest du auf der linken Seite des Gleichheitszeichens jetzt noch eine Zahl bei irgendeiner Gleichung, müsstest du halt die Zahl noch auf die andere Seite bringen. Was auffällig ist, ist, wir haben bei der dritten Gleichung kein z. Da sagen wir einfach, das ist plus 0z, denken wir uns dazu. So, jetzt schreibt man alle Koeffizienten, also alle Zahlen vor den Buchstaben, einfach einmal ab in so eine Matrix, zieht einen senkrechten Strich und schreibt auf der rechten Seite des senkrechten Strichs noch die ganzen Zahlen, die rechts vom Gleichheitszeichen stehen, einmal ab. Vorteil ist, jetzt hat man so eine Matrix und man hat diese ganzen lästigen Rechenzeichen, Gleichheitszeichen und Buchstaben nicht mehr. Und das Gauss-Verfahren, das sind jetzt Algorithmen in einer ganz vorgegebenen Reihenfolge, sodass man das Ziel erfüllt, in der Hauptdiagonalen, das ist hier im Moment noch die 10, minus 3 und 0, dort Einsen zu erzeugen und oberhalb der Hauptdiagonalen und unterhalb der Hauptdiagonalen Nullen. Und wenn man das geschafft hat, kann man auf der rechten Seite die Lösung für x, y und z ablesen. Das ist das Ziel. Das heißt, denk bitte immer an die richtige Reihenfolge. Mach es einfach so, wie ich dir das jetzt zeige und so machst du es quasi immer. Okay, wir schreiben das so auf, ohne bei dieser Matrix-Schreibweise, ohne diese Klammern und diesen Strich. Einfach so hier ein bisschen Platz lassen und dann hat man die Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3. Man denkt jetzt immer in Zeilen und sagt, ich möchte Zeilen so geschickt verändern und miteinander verrechnen, dass ich das Ziel Einsen in der Hauptdiagonale und Rest Nullen erfülle. Da habe ich jetzt oben links gleich mal die 10. Daraus will ich eine 1 machen. Also muss ich die komplette erste Zeile geteilt durch 10 rechnen. Alle Elemente in der ersten Zeile, nicht nur die 10. Das ist ja immer noch eine Gleichung, die darf sich ja vom Verhältnis her nicht ändern. Also alles durch 10 rechnen bringt mir eine neue Zeile 1 und die Zeile 2 und 3 kann ich kopieren, die bleiben gleich. So, dann habe ich schon mal das erste Ziel erfüllt, die 1 steht. Unterhalb der 1 sind jetzt zwei Elemente, die ich auf 0 bringen möchte. Dafür nehme ich die erste Zeile, die ich hier habe, nehme ich als Hilfszeile. Und zwar in dem Fall so, die erste Zeile bleibt so erhalten, wie sie ist, aber gedanklich multipliziere ich sie mit dem, was hier steht. Also bei der zweiten Zeile ist es die minus 12, bei der dritten Zeile ist es die 2. Und ziehe dann die zweite und dritte Zeile jeweils davon ab. Dadurch entstehen neue Zeilen, nämlich eine neue Zeile 2 und eine neue Zeile 3. Und in diesen neuen Zeilen hat man dann nämlich die Nullen hier. Das ist ja mein Ziel. Erste Zeile bleibt so, wie sie ist, ist hier nur als Hilfszeile. Und dann rechnet man, zum Beispiel für die zweite Zeile, die 1 hier oben mal minus 12 minus minus 12 ist 0. Aber man muss auch die anderen Pärchen hier immer miteinander verrechnen. Nicht nur das, was hier vorne steht, was man verändern will. Also auch hier 0,2 mal minus 12 minus minus 3 ist 0,6. 0,4 mal minus 12 minus 8 sind minus 12,8. Und minus 0,9 hier hinten auch mal minus 12 minus 17 sind minus 6,2. Und genauso macht man es mit der ersten und der dritten Zeile, dass man das laut diesem Rechenauftrag hier so verrechnet, dass wirklich alle Pärchen miteinander verrechnet werden. So, dann hat man hier eine 1 und hier schon mal Nullen. Jetzt geht es um die 0,6 hier in der Hauptdiagonale. Die soll ja wieder eine 1 werden. Also brauche ich eine neue Zeile 2, wo hier eine 1 steht. Also teile ich die komplette Zeile 2 durch 0,6 und kriege so eine neue Zeile 2. Zeile 1 und Zeile 3 werden einfach kopiert, die Zeilen bleiben gleich. Und wenn ich die komplette Zeile 2, also alle Koeffizienten hier, durch 0,6 teile, dann kriege ich diese Werte hier raus, wobei hier die 1 steht und das wollte ich ja so haben. Unter der 1 steht die minus 3,6 und die soll zu einer 0 werden. Meine Referenzzeile ist die zweite Zeile. Also muss ich die zweite Zeile mal das nehmen, was da steht, nämlich minus 3,6, minus die dritte Zeile. Bringt mir eine neue dritte Zeile, die genauso gut ist wie die alte, aber eben, dass da eine 0 steht. Die erste und zweite Zeile verändert sich nicht, die kopiere ich einmal runter. Und die dritte Zeile, da rechne ich jetzt. Hier vorne, dieses Element brauche ich nicht rechnen. Wenn du wirklich dich an die Reihenfolge hältst, die ich dir hier zeige, dann machst du immer quasi ab dem Element, das du veränderst, weiter. Also, zweite Zeile hier, die 1, mal minus 3,6 sind minus 3,6, minus minus 3,6 ist 0. Und dann auch die anderen Pärchen nicht vergessen.
Also die beiden miteinander verrechnen, die beiden gemäß dieses Rechenauftrags so verrechnen, entsteht hier die dritte Zeile. Dann hast du die 76 hier in Braun, soll eine 1 werden. Das ist immer einfach, einfach geteilt durch diese Zahl, die da steht, aber bitte für die komplette Zeile. Also 0 geteilt durch 76, 0 geteilt durch 76 ist klar, bleibt 0. 76 geteilt durch 76 ist 1 und aber auch 19 geteilt durch 76, nicht vergessen, ergibt sich hier 0,25. Somit hat man jetzt die Hauptdiagonale auf 1 gestellt und unterhalb der Hauptdiagonalen stehen Nullen. Oberhalb von dieser 1 hier in der Hauptdiagonalen, da ist das nächste Element, was ich mir angucke. Das soll jetzt 0 werden. Und da musst du ein bisschen anders vorgehen. Also hier machst du es so, deine Referenzzeile ist wieder in der Vertikalen, die 1 steht hier, also nehme ich die, also die zweite Zeile ist meine Referenzzeile. Aber jetzt multiplizierst du gedanklich die zweite Zeile nicht mit dem, was da steht, sondern mit dem Gegenteil, quasi anderes Vorzeichen, was da steht. Hier steht 0,2, also multiplizierst du die zweite Zeile mit minus 0,2 und addierst dann die erste Zeile dazu. Das ist wichtig, weil wenn du das nicht so rum machst, wie ich es gerade sage, dann verändert sich die 1 hier oben zu einer minus 1. Und das willst du ja nicht, die 1 soll ja so bleiben, wie sie ist. Also zweite Zeile mal minus 0,2 plus erste Zeile. Das ist mein Rechenauftrag. Somit verändert sich die zweite und dritte Zeile überhaupt nicht. Die kann ich kopieren. Die Zeilen bleiben identisch. Aber ich kriege eine neue Zeile 1. Und genauso mit diesem Rechenauftrag alle Pärchen bitte einmal durchrechnen. Dann kriegst du hier eine neue Zeile 1. Und wir haben jetzt nur noch zwei Elemente zu verändern. Nämlich hier die 4,67 und die minus 21,33. Die sollen zu Nullen werden. Referenzelement ist die 1, die in der Vertikalen entweder drüber oder drunter steht. In diesem Fall hier drunter. Das heißt, ich muss mich auf diese dritte Zeile beziehen. Die dritte Zeile bleibt aber so, wie sie ist, die verändert sich gar nicht mehr. Die kann ich einmal kopieren, gleich, und auf die nehme ich aber trotzdem Bezug. Die nehme ich als Hilfsmittel. Fangen wir mal mit der ersten Zeile an. Ich brauche hier eine neue erste Zeile, sodass da eine 0 steht. Also wieder die dritte Zeile als Referenzzeile, als Hilfszeile. Multiplizieren mit dem Gegenteil von dem, was da in der ersten Zeile steht. Hier steht 4,67. Gegenteil meine ich anderes Vorzeichen, ist minus 4,67. Und dann addiere ich die alte Zeile 1 dazu. Dann entsteht eine neue erste Zeile. Genauso mit der zweiten Zeile. Dritte Zeile hier multipliziere mit dem Gegenteil, was hier steht, also mit 21,33, plus die zweite Zeile ergibt mir eine neue zweite Zeile. Und es sieht dann so aus. Immer bitte nicht vergessen, hier hinten das Pärchen bitte auch immer sozusagen mit dem Rechenauftrag durchkalkulieren. Also so kommst du hier auf diese Werte am Ende, sonst kriegst du hier Rechenfehler rein. So muss es am Ende aussehen. Dann hast du die Lösung für x, y und z. Kannst du dir ablesen. X ist gleich 0, y ist gleich minus 5 und z ist gleich 0,25.